Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister, liebe Helfer, liebe Spender. Ihr habt alle die Lage der Uiguren gesehen, der Türkistaner. 1,1 bis 3 Millionen befinden sich momentan in vernichtenden Konzentrationslagern in China. Viele Leute kontaktieren uns von Ansar International. Wir fühlen uns hilflos, tatenlos, ohnmächtig, dagegen etwas zu tun. Was sollen wir tun? Wir haben seit langer Zeit ja die größte Struktur eigentlich von Uiguren-Hilfsprojekten aufgebaut. Das heißt, wir finanzieren momentan schon ein Uiguren-Gemeindezentrum. Da drin ist ein Waisenhaus, da drin ist eine Schule, da drin ist eine Moschee. Wir finanzieren eine Uiguren-Abgabestelle für Arme. Die Leute kommen dahin mit allen Bedürfnissen, seien es Kühlschränke, seien es Waschmaschinen. Das ist momentan sehr wichtig für die Uiguren, dass die Kühlschränke und Waschmaschinen haben. Weil das sind Witwen, von denen die Männer im Gefängnis sind, die 6 Kinder haben, die jetzt selber arbeiten gehen müssen, um sich durchzubringen. Und die können nicht mehr mit der Hand zu Hause waschen. Und die können nicht mehr das Fleisch sofort zubereiten. Es muss in einen großen Kühlschrank aufbewahrt werden, damit es nicht verdirbt. Wir haben noch eine weitere Schule, die wir finanzieren, und wir haben viele weitere Notprojekte, sowie zum Beispiel die Finanzierung von Medizin und von Operationen. Das heißt, ihr könnt wirklich etwas machen und ihr könnt damit das Volk vor dem gewünschten Genozid retten. Weil die Uiguren sagen zu uns und vor allen Dingen die Witwen sagen zu uns, und damit schließe ich diese Aufnahme und ich werde euch in nächster Zeit mehr zeigen. Es werden Videos hier angehangen werden, es werden Fotos angehangen werden von unserer Hilfe. Die uigurischen Witwen sagen, man hat versucht, uns auszulöschen, wir sind entkommen und wir werden so viele Kinder zeugen, bis unser Volk größer sein wird als zuvor. Aber dafür müsst ihr uns finanzieren.